Und hier sind die Jonas Brothers. Ab auf die Bühne! Seit 3 Monaten befinden wir uns auf Tour durch die USA. Und es ist das Abenteuer unseres Lebens. Genau. Doch jetzt auf der letzten Etappe wird alles sogar noch aufregender und verrückter. 3-mal so viele Fans kommen zu den Treffs. Mindestens 700 sind zum Meet and Greet gekommen. Da muss es schnell gehen, aber wir geben unser Bestes. Und unser kleiner Bruder hat endlich seinen Rockstar-Auftritt. Frankie Jonas! Wie geht's? Applaus für unseren kleinen Bruder Frankie! Und jetzt ist es soweit. Wir sind total aus dem Häuschen, weil die letzte Station unserer Tour in unserer Heimat New Jersey liegt. Nur 5 Autominuten entfernt sind wir aufgewachsen. Vor dem Konzert fahren wir deshalb noch an ein paar unserer ehemaligen Lieblingsadressen vorbei. Erster Halt, unsere alte Grundschule. Old school. Unsere alte Schule. Komisch, wir haben die meisten unserer Songs hier geschrieben. SOS, Hold On, Hello Beautiful, am Klavier oder mit der Gitarre. Ich denke, dass wir uns selbst treu geblieben sind und bleiben. Nächstes Ziel, unsere Lieblings-Eisdiele. Das geht hoffentlich ruckzuck. Uh-oh. Oh, no. Oder auch nicht. Wahnsinn. Nach der Begegnung mit den vielen Fans und Freunden freuen wir uns total auf die Show heute Abend. Spürt man, dass es die letzte ist? Besser kann die Tour nicht enden. Dass wir hier spielen, hätten wir nie gedacht. Erst recht nicht vor ausverkauftem Haus. Konzert ausverkauft. Ich fasse es nicht, dass wir im Stadion unserer Heimatstadt spielen. Besser geht's einfach nicht. Voll steil die Treppe. Wow. Jeder einzelne Platz verkauft. This is crazy. Wahnsinn. Sitting here, hier zu sitzen und das zu sehen. This is the venue that Aber das ist echt. Wir sind sowas von aufgeregt. Auf geht's. Die letzte Show auf der Tour. Den Abend werden wir niemals vergessen. Und das Beste daran, das war erst der Anfang. Unsere nächste Tour wird noch größer und besser. Denn wir hören nicht auf, an unsere Träume zu glauben. Tja, man liebt sie, die Jungs. Und ich bin unheimlich stolz auf sie. Und deshalb... Träumt weiter, Jonas Brothers Fans, bis eure Träume wahr werden. Wir sehen uns wieder. Bald.